Entschuldigung, ich wusste nicht, dass wir schon dran sind. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im Studio SHK. Ich habe mich mal kurz reingeschlichen ins, sagen wir mal, schon fast traditionelle Frühstück, den Empfang hier am Stand des Zentralverbandes. Heute geht es ums Thema Bad bei der ISH 2013 in erster Linie, sowohl was die Barrierefreiheit betrifft, aber auch Design, Funktionalität, moderne Entwicklungen. Deswegen sollte ich, glaube ich, als erstes mal mit einem Fachmann sprechen und ich begebe mich direkt auf Suche und lasse die Schnitte mal liegen. So, zum Glück hat man mir die wichtigsten Damen und Herren hier schon vorgestellt. Herr Dornbracht, darf ich Sie kurz stören? Entschuldigung, beim Frühstück ist natürlich eher unhöflich. Kein Problem. Man hat Sie mir ja zum Glück schon vorgestellt. Ich habe Sie jetzt wiedergefunden, Andreas Dornbracht. Ich würde mal sagen, weltweit führend mit seinen Produkten, ganz salopp gesagt. Aber Sie sind auch Vorsitzender des Dachverbandes. Richtig, ja. VDS heißt übrigens auch nebenbei Verband Deutsche Sportpresse, nur dass Sie es mal wissen. Also haben wir die Verbindung sozusagen zwischen uns beiden. Ja, vielleicht erstmal die grundsätzliche Frage. Ist diese ISH 2013 noch schöner, noch größer, noch attraktiver als die Vorgängerinnen? Ja, ich glaube, dass jede ISH immer wieder die Vorgängerinnen schlägt. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich sehr intensiv in Innovationen investiert haben. Und man kann auch dieser ISH, ob im Bereich des Bades, im Bereich der Heizung oder auch der Klimatechnik, wieder tolle Innovationen sehen, die, denke ich mal, weltweit für Aufregung sorgen und Aufmerksamkeit sorgen. Heute geht es bei uns ja in erster Linie ums Badezimmer. Ist ja auch ganz wichtig, um vielleicht so ein bisschen zu repräsentieren. Ne? Auch nicht ganz unwichtig. Da geht es also auch um Design und um Nina Hagen zu zitieren mal. Es ist alles so schön bunt hier. Ja, da könnte man salopp sagen, alles Gute kommt von unten. Nicht nur, aber das ist vielleicht auch ein Trend, dass das Wasser nicht nur von oben und von der Seite kommt, sondern tatsächlich auch von unten. Ja, durchaus. Wir haben, wenn ich das so als Neuheit bezeichnen darf, in unserem Unternehmen ein Fußbad vorgestellt, wo tatsächlich das Wasser von unten kommt, nämlich als Massagestrahl für die, ja, gerade auf Messen, wirklich stark in Anspruch genommenen Füße. Also es gibt in der Technologie natürlich immer was Neues bei den Armaturen, bei allem, was man so im Badezimmer anstellt, egal ob es Waschbecken ist, Dusche, Badewanne oder auch das kleine Gerätchen zum Sitzen, wie auch immer. Aber man sagt ja auch, das Auge wäscht mit, sag ich auch ebenfalls salopp. Es geht also auch, vielleicht auch gerade heute, sehr stark ums Design. Wie wichtig ist das? Mindestens ebenso wichtig wie die technische Qualität? Ich glaube, die technische Qualität, die steht gar nicht mehr in Frage, insbesondere wenn es um Produkte deutscher Hersteller geht, sondern die Differenzierung erfolgt tatsächlich über das Design. Und es gibt die unterschiedlichsten Stilrichtungen, natürlich von dem nach wie vor hier und da vorhandenen traditionellen klassischen Designs, aber insbesondere in Richtung Minimalismus, Purismus ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Und die deutschen Hersteller bieten eine große Vielfalt an Designs an. Es geht aber nicht nur um das Design, sondern auch darum, welche Funktionen wir gegebenenfalls neu entwickeln können, insbesondere wenn es darum geht, ja, dort, wo im Bad noch improvisiert wird, wie zum Beispiel beim Haarewaschen, beim Zähneputzen, wo können wir dort technologisch ansetzen, um vielleicht ein bisschen mehr Komfort zu erzielen. Ist wie im Sport, das ultimative Ziel kann nie erreicht werden, man muss immer weiter arbeiten. Was will der Deutsche A und B? Welche Rolle spielt der Kostenfaktor? Denn richtig schick und richtig funktional und richtig innovativ kostet wahrscheinlich auch ein paar Euro mehr. Ja, zunächst einmal will der Deutsche grundsätzlich einfach mehr Platz haben für das Bad. Nach wie vor ist der Platz beengt.
Also der größte Wunsch ist tatsächlich, ich möchte ein größeres Bad. Der zweite Wunsch ist sicherlich, dass man auch im Bad mehr Platz findet für die Ruhe, die man dort sucht. Der Alltag ist sehr stressig, sehr hektisch und es geht eigentlich darum, im Bad den Rückzug von diesem Alltag auch zu finden. Das wünschen sich die Deutschen. Ein ganz weiterer wichtiger Wunsch ist das Thema altersgerechte Gestaltung des Bades. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber natürlich, das kostet alles Geld. Auf der anderen Seite, wenn man überlegt, dass eine Investition in das Bad so für 20 Jahre gut ist und man das auf den Tag hinunterrechnet, dann ist das gar nicht so viel. Aber Ihre ersten Ausführungen, kann man sagen, ist auch schon mal ein kleiner Gruß an die Architekten, ne? Dass man das nicht, sagen wir mal, so als Nebensache betrachtet, Riesenwohnzimmer, kleines Bad, das kann nicht der Sinn der Sache sein. Ich habe noch eine kurze Frage. Man sieht hier, viele Menschen laufen mit kleinen oder größeren Kameras, ja, wo man nicht unbedingt das Gefühl hat, es sind Aussteller oder Fachbesucher, die was kaufen wollen. Also es geht schlicht und einfach um das Thema Produktpiraterie. Ist das auch bei Ihnen ein besonders großes Thema, was Technologie und Design betrifft? Es ist ein sehr, sehr großes Thema. Wir sind schon seit Jahren, also in den letzten 5 ISH, mit dem Zollamt Darmstadt hier unterwegs. Nicht nur unser Unternehmen, sondern auch viele Kollegen und Wettbewerber schicken ihre Anwälte, ihre Produktmanager mit dem Zoll hier durch die Hallen. Und für unser Unternehmen kann ich sagen, wir haben in den letzten 2 Tagen 35 Plagiate entdeckt, von den Ständen entfernen lassen. Das ist in etwa das gleiche Volumen wie vor 2 Jahren. Aber wir müssen hier deutlich Signale setzen. Diese Messe ist nichts für Plagiate. Und übrigens, hier unterstützt uns auch die Messe Frankfurt sehr, sehr intensiv. Hat vielleicht nur einen positiven Aspekt. Es ist natürlich andererseits auch eine Wertschätzung und ein Kompliment für die Qualität Ihrer Produkte oder aller Produkte hier. Naja, davon können wir uns letztendlich nichts kaufen. Denn wir haben für unser Unternehmen einmal berechnet, dass wir etwa 100 Arbeitsplätze in Deutschland mehr anbieten könnten, wenn es keine Plagiate auf der Welt gäbe. Also es ist auch ein Faktor Arbeitsplatzschaffung und Sicherheit. Das Kompliment, auf das können wir gerne verzichten. Ist auch das einzige ganz kleine Positive, was man damit verbinden kann. Ich danke Ihnen sehr, Herr Dornbracht, für den Besuch. Sie müssen wahrscheinlich ruckzuck weiter und haben noch 27 Termine. Ja, in etwa, das stimmt. Sie kennen meinen Terminkalender genau. Alles klar, vielen Dank auch. Ich danke Ihnen auch. Wir haben nämlich jetzt auch einen Termin. Die Nachrichten sind dran und zwar ganz zügig die News beim Studio SHK. Die Erwartungen sind groß und werden mit Spannung verfolgt. Kommt bald ein Brennstoffzellenheizgerät auf den Markt? Auf einer Pressekonferenz gab das Hamburger Unternehmen Baxi Innotec den aktuellen Stand ihrer Entwicklung bekannt. Das ist ein Brennstoffzellenheizgerät Typ Gamma Premio. Und mit diesem Gerät erzeugt man 1 kW elektrisch und 1,87 kW thermisch. Es erzeugt Strom und Wärme fürs Einfamilienhaus, kann 100% der Wärme abdecken, aber zusätzlich zwischen 70% und 75% des Strombedarfs übers Jahr. Wir sind jetzt seit 2005 im Feldtest mit den Geräten. Wir streben an, 2015 mit den Geräten in den Markt zu gehen. Die Zielpreise für so ein Gerät müssen unter 20.000 Euro liegen, damit Sie sich so ein Gerät kaufen wollen. Ich habe hier Stromgestehungskosten von 5,61 Cent. Was zahlen Sie an Strom? 22, 24 Cent pro Kilowattstunde. Das ist die Innovation da drin. Die SolarWorld AG hat den deutschen Energiesparpreis gewonnen. Mit Sunpack setzte sich SolarWorld in der Kategorie Stromsparen durch. Das Batteriesystem ergänzt die neue oder bereits installierte Solaranlage. Die Redaktion des Magazins House & More überreichte den Preis an SolarWorld-Vertriebsvorstand Frank Henn. Mit dem Deutschen Energiesparpreis werden die besten Ideen und Produkte zum Energiesparen ausgezeichnet. Ja, bei uns im Studio SHK könnte man möglicherweise auch Energie produzieren mit Solarzellen. Wobei ich zugebe, ich weiß jetzt nicht genau, ob das funktioniert, wenn es nicht die Sonne ist, sondern nur unsere beiden heftig leuchtenden Scheinwerfer. Das ist eine andere Frage, die können wir jetzt nicht beantworten. Gestern hat hier einer Fragen beantwortet im Studio, den Sie vielleicht gesehen haben, entweder leibhaftig hier in der Halle 8 der ISH oder eben auch im Internet. Sie wissen ja, diese Sendung gibt es auch im Internet. Wenn Sie es jetzt schon im Internet sehen, ist Ihnen das sowieso klar. Aber auch der Hinweis immer wieder an alle Messebesucher, die hier vor unserem Studio stehen. ZVSHK ist zum Beispiel die eine Adresse, .de in Deutschland oder auch ikz.tv. Jetzt aber, den wir gesehen haben hier, das war Sebastian Schmidt.
Ruderer, Weltmeister und Europameister mit dem Deutschland-Achter. Der saß hier auf dem Ergometer oder tut es noch, vielleicht sogar im Moment, an einem der vielen Stände. Das hat nicht den Grund, dass er sich für Wasserhähne oder Duschen interessiert, sondern es hatte den Grund, dass er, genau wie viele, viele andere Hochleistungssportler im deutschen Rudern, von einer ganz bestimmten Firma bzw. deren Engagement profitiert. Neues Logo, neue Positionierung bei Velo. Pioneering for you, das ist nicht nur der Slogan, sondern die Philosophie, mit der das Dortmunder Traditionsunternehmen auf der ISH auftritt. Der Spezialist für Pumpensysteme zeigt in Frankfurt eine Vielzahl neuer Produkte, wichtig vor allem für das Sanierungsgeschäft. Uns sind insbesondere die geringinvestiven Maßnahmen wichtig, wo man mit geringem Aufwand höchsten Nutzen hat, bestehende Pumpen im bestehenden Pumpen Bestand auszutauschen und durch energetisch optimierte Produkte zu installieren. Den ersten Umweltbeschleuniger ließ Firmengründer Kaspar Ludwig Obländer bereits 1928 patentieren. Der Start für die heute hochgradig energieeffizienten Produkt- und Systemlösungen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Aktivitäten, die wir durchführen, sind zu 85% im Gebäudebestand. Und da schlummern enorme Maßnahmen und Potenziale, wenn wir die Stromfresser, insbesondere in den Heizungskellern, durch moderne, innovative Produkte austauschen. Stromfresser Nummer 1, die Heizungspumpe. Schon mit überschaubarer Investition in ein neues Modell lassen sich erheblich Kosten sparen. Eine Tatsache, die nur wenigen Hausbesitzern bewusst ist. Ganz, ganz hohe, gerade im Rahmen der Energiewende, ist es ja heute omnipräsent in den Medien, dass sich jeder über Energieeffizienz, Energiesparmaßnahmen unterhält. Was wir wahrnehmen, dass viel zu viel Konzentration auf die Strompreise zurzeit gerichtet werden, aber zu wenig insbesondere auf geringinvestive Maßnahmen. Für den Dortmunder Hersteller ist klar, die Energiewende beginnt im Heizungskeller und zwar mit innovativen Produkten. Und falls Sie sich ja über das Kürzel Dach gewundert haben bei der Namenseinblendung des Prokuristen, das heißt natürlich, da geht es nicht um Sonnenenergie oben auf dem Dach, sondern es heißt schlicht und einfach, das werden viele von Ihnen kennen, mit dem Navigationsgerät im Auto, mit dem man aufgeschmissen ist in Portugal oder in Dänemark. Dach heißt Deutschland, Austria und Schwitzerland. So, eins haben wir noch, denn heute ist unser Schwerpunktthema das Bad, vor allem auch das barrierefreie Bad. Heute Nachmittag wird ein Award verliehen und dafür sitzt jetzt schon die Jury zusammen. Und zu diesem Thema wollen wir natürlich auch schon mal einen kleinen Vorbeitrag präsentieren. Vor vielen Jahren war dieses Badezimmer mal topmodern. Heute stimmen Farben, Formen und die Zweckmäßigkeit nicht mehr. Wer sein Bad modernisieren möchte, um es schließlich auch im Alter uneingeschränkt nutzen zu können, sollte direkt ein Generationenbad planen. Barrierefrei und funktional. Ja, wir haben eine Befragung über das bekannte Institut Emnet durchgeführt und sage und schreibe, zwei Drittel aller Befragten quer durch alle Altersgruppen sagen, dass das Bad der wichtigste Wohnbereich ist, wenn es um das lange Leben in den eigenen vier Wänden geht. Also deswegen ist das ein sehr wichtiger Bereich, den wir als SAK und Handwerksorganisation natürlich insbesondere dann auch bespielen wollen. Barrierefreie Bäder, selbst Designer wie Philipp Stark haben dieses Segment für sich entdeckt, wie dieser Haltegriff zeigt. Ein gutes barrierefreies Bad besticht durch Ästhetik, durch Komfort, dass man sich wohlfühlen kann in dem Bad und ja, dass man selbstbestimmt seine Geschäfte, die man dort führt, auch selber verrichten kann. Bei der Umgestaltung und Planung von Alt auf Neu unterstützen der Fachverband des ZVSHK und die angeschlossenen Betriebe die Kunden mit Rat, Tat und Sachverstand. Wir haben einige Hilfestellungen erarbeitet für unsere Betriebe, um die Planungs- und Beratungskompetenz zu verbessern. Wir haben eine Datenbank aufgebaut, wo wir schon 80% der Hersteller erfasst haben, die im Markt Produkte dazu anbieten. Also um die Produktkompetenz für unsere Betriebe zu verbessern. Wir haben einen Planungsleitfaden herausgegeben, wo in groben Zügen die wichtigsten Planungsmerkmale beschrieben sind. Und wir haben jetzt auch ganz aktuell zur ISH ein Neuheitenmagazin entwickelt, wo die aktuellen Produkttrends abgebildet sind, die einfach wichtig sind, wenn ein Unternehmer am Point of Sale den Kunden berät, was ist wichtig für ein Bad, wo ich mich eben selbstbestimmt
bewegen kann. Die besten neuen Produkte in diesem Segment konnten sich beim Produkt Award beteiligen. Und der wird, wie gesagt, heute Nachmittag verliehen, hier am Stand des ZVSHK, am Studio SHK. Und das Ganze können Sie auch im Internet sehen, genauso wie diese Sendung und unseren Expertentalk um 12.30 Uhr. Internetadresse zvshk.de. Danke für Ihr Interesse. Bis später.